Ja, liebe Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, ich berichte heute hier aus dem Ratssaal im Rathaus in Rüsselsheim aus der Reihe hier im Maschinenhaus der Demokratie. Und es gab ja schon einige Informationen von mir. Wir haben ja ein wichtiges Datum in diesem Jahr 2021 und das ist der 14. März, natürlich ein Sonntag 2021. An diesem Tag findet die Kommunalwahl statt. Das ist für das Stadtparlament wichtig, denn dort wird bestimmt, welche Frauen, welche Männer hier Platz nehmen und wichtige Entscheidungen für unsere Stadt hier in Rüsselsheim treffen. Und das ist nicht so ganz einfach, weil bei der Kommunalwahl gibt es Regeln, die muss man verstehen. Das Gute ist, Sie als Wähler, als Wählerin können Einfluss nehmen und zwar bis ins Detail, wer hier sitzt. 45 Plätze sind zu vergeben hier im Ratssaal und diese Menschen treffen die wichtigen Entscheidungen für unsere Stadt Rüsselsheim. Das Ganze nennt sich Kommunalwahl und wichtig sind zwei Begriffe hier, kumulieren und panaschieren. Was heißt das? Das sind Fremdwörter. Kumulieren heißt nichts anderes als anhäufen und panaschieren heißt verteilen. Das heißt, es gibt sehr detaillierte Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wer hier sitzt. Einfluss auf die einzelnen Listen, Einfluss auf die Entscheidungen oder Vorschläge der Parteien. Und diese Begriffe muss man ein bisschen erläutern, um das Wahlsystem auch richtig nutzen zu können. Und das werden wir jetzt tun. In einem kleinen Beispiel werden wir das alles so ein bisschen aufführen und erklären, wie funktioniert Kommunalwahl, wie funktioniert Kumulieren und Panaschieren. Kumulieren und Panaschieren. Wie funktioniert das bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 in Rüsselsheim? Ja, ich habe die Begriffe schon erläutert, kumulieren, anhäufen, panaschieren, verteilen. Ich habe hier einmal, das können Sie im Detail nicht erkennen, aber einen Stimmzettel mal skizzenhaft nachempfunden, wie das in Rüsselsheim aussehen könnte. Wir haben derzeit 8 Fraktionen, die im Parlament gewählt sind. Das kann sich natürlich verändern, dass das mehr werden oder auch weniger theoretisch. Aber um es mal ein bisschen zu verdeutlichen, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fraktionen abgebildet. Wichtig ist erstmal am Eingang, hier oben der Stimmzettel, durchaus realistisch nachempfunden. Da steht, wann die Wahl ist. Das können Sie jetzt hier nicht erkennen. Da habe ich mal fiktiv 1.1.21 eingetragen. Das ist natürlich der 14.3.2021. Und jetzt wird es wichtig. Hier oben steht, Sie haben 45 Stimmen. Das ist ganz klar, weil wir haben 45 Plätze zu vergeben. 45 Sitze hat das Rüsselsheimer Stadtparlament. Das heißt, Sie können, wenn Sie möchten, 45 Kreuze machen. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir kommen zurück zu den Vorschlägen, wen Sie wählen können. Und da bleibt es eigentlich, wie schon seit vielen Jahren, eine Möglichkeit ist, es sich sehr einfach zu machen. Zwischen den Angeboten, ich habe die mal natürlich völlig neutral, fantasievoll benannt, die Liste Philosophia, die Liste Musica, die Liste Cinema, die Liste Polis, die Liste Ballerina, die Liste Domino, die Liste Gymnia, die Liste Comica. Jetzt müssen Sie als Wähler sich entscheiden und können sagen, ich präferiere eine Liste, einen Vorschlag. Dann ist es ganz einfach, Sie machen ein Kreuz bei dieser Liste, die Sie präferieren. Wenn Sie dabei bleiben, das ist die einfachste Möglichkeit, werden die 45 Stimmen, die Sie haben, auf diese Liste verteilt, die Sie angekreuzt haben. Wenn es eine Liste ist mit 45 Vorschlägen, wie hier diese lange Liste, dann bekommt jeder eine Stimme. Das macht 45. Ja? Jetzt gibt es aber natürlich Vorschläge von Listen, kleinere Parteien, kleinere Gruppierungen, die haben nicht 45 Vorschläge, vielleicht nur 20. Wenn Sie auch dort nur oben ankreuzen, werden auch dort die 45 Stimmen vergeben. Und zwar von oben nach unten und wenn es erschöpft ist bei 20, geht es in der zweiten Reihe wieder los. Das ist der einfachste Weg. Einfach oben die Liste ankreuzen. Klar ist auch, wenn Sie nur oben ankreuzen und Sie kreuzen zwei Parteien an oder zwei Listen, das ist natürlich ungültig. Das geht nicht, aber das war schon immer so bei Wahlen. Und das hat auch noch nichts mit Kumulieren und Panaschieren zu tun, sondern das ist sozusagen das althergebrachte Verfahren, wie Sie wählen können. Und das ist auch völlig in Ordnung. So können Sie verfahren. Wichtig ist, 45 Stimmen, Sie können die vergeben, wenn Sie das möchten, mit einem Kreuz bei einer Liste. Und dann werden diese 45, soweit Vorschläge vorhanden sind, auf diese eine Liste verteilt. Und dann haben Sie schon
im Prinzip alles richtig gemacht, wenn Sie das so wollen. Und das wäre die einfache Möglichkeit. In einem zweiten Teil kommen wir dazu, Sie haben noch mehr Möglichkeiten. Dann kommen wir zum Kumulieren und Panaschieren. Denn, das will ich schon vorausschicken, Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kandidaten mit bis zu 3 Stimmen auszustatten. Sie können eine vergeben, 2 oder 3 und können dadurch die Liste verändern. Jetzt nehmen wir mal die Liste Philosophia, die ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Da gibt es, nehmen wir mal den Herrn Feierabend. Der Herr Feierabend ist Ihnen sympathisch, den möchten Sie gerne in der Liste nach vorne bringen. Sie geben dem Herrn Feierabend 1, 2, 3 Kreuze. Damit hat er eine größere Chance in der Liste, wenn am Schluss ausgezählt wird, nach oben zu rücken. Und die Chance auch größer damit ist, dass er ins Parlament einrückt. Sie können das in Form von 3 Kreuzen machen oder 2 oder 1. Sie können aber auch die Zahl 1, die Zahl 2 oder die Zahl 3 eintragen. Auch das ist möglich. Und es ist völlig egal, in welches der 3 Kreuze Sie das schreiben. Alles gültig, alles möglich. Das soweit die einfachen Möglichkeiten, wie man sie bis soweit jetzt erklären kann. Gehen wir nochmal detailliert auf die Begriffe kumulieren, panaschieren ein. Wir haben verschiedene Wahlvorschläge und die Wählerin der Wähler hat Möglichkeit, auf diese Wahlvorschläge einzugehen bzw. sie zu verändern. Das kann man A durch Kumulieren anhäufen. Also, eine Wählerin, ein Wähler hat sich entschieden, die Liste Musica finde ich ganz toll und innerhalb der Liste Musica möchte ich Herrn Santana, dass er weiter nach vorne auf der Liste rückt. Das heißt, ich kann Herrn Santana eine Stimme geben, ein Kreuz, 2 Stimmen, 2 Kreuze oder 3 Stimmen, 3 Kreuze. Mehr geht nicht, aber 3 gehen maximal. Dann hat Herr Santana insgesamt größere Chancen, nach vorne zu rücken. Ich kann andere Personen mit 1, 2 oder 3 Stimmen ausstatten, dann hat er höhere Chancen, nach oben zu rutschen. Kumulieren, anhäufen. Jetzt kann ich aber auch panaschieren. Panaschieren heißt, ich habe nicht nur die eine Liste, die mir besonders gut gefällt, sondern ich entdecke auf einer anderen Liste eine andere Person, wo ich sage, ja, also mein Favorit ist zwar die Liste 2, Musica, Fantasienamen, aber auf der Liste 6, Gymnia, da gefällt mir ganz besonders gut der Herr Schumacher. Und der Herr Schumacher ist ein toller Mann, den möchte ich unterstützen und kann Herrn Schumacher auch 1, 2 oder 3 Stimmen geben, 3 Kreuze machen. Und dies kann ich in Form von Kreuzen in den dafür vorgesehenen Feldern tun. Ich kann aber auch die Zahl 1, die Zahl 2 oder die Zahl 3 eintragen. Auch das ist möglich. Es ist auch egal, in welches der 3 Kreuze, der 3 Felder man das tut. Egal, wichtig ist, es muss eindeutig erkennbar sein, 1, 2 oder 3 oder eben die Anzahl der Kreuze. Und ich kann das auf verschiedenen Listen tun. Wichtig ist am Ende, wenn ich das möchte, eine Liste ankreuzen, denn wenn ich nicht alle Stimmen ausschöpfe, vielleicht nur 10 Kreuze mache, damit die 35 restlichen Stimmen nicht verfallen, kann ich eine Liste ankreuzen und die restlichen Stimmen werden dann auf diese Liste verteilt, die ich angekreuzt habe. Also hier oben, das Kreuzchen bedeutet immer, Stimmen, die noch nicht so vergeben worden sind, entfallen auf diese Liste. Und zwar von oben nach unten wird das dann immer mitgezählt und somit die 45 Stimmen vergeben. Schade wäre, oben nichts anzukreuzen, nur einzelne anzukreuzen und vielleicht nur 10 Stimmen zu vergeben, dann würden die restlichen 35 nämlich verfallen. Sie wären nicht genutzt. Das ist natürlich auch möglich, der wird dadurch nicht ungültig, der Wahlschein, aber es wäre eine Möglichkeit, die man nicht genutzt hätte, fände ich eigentlich eher schade. Die Möglichkeiten der Demokratie soll man nämlich nutzen. So vielleicht in einfachen Worten kumulieren, panaschieren erklärt, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Wahlvorschläge bei der Kommunalwahl.